Willkommen zurück zu Let's Play Retro City Rampage. Wir brauchen definitiv Gesundheit, weil ich nämlich so gut wie tot bin. Getränkautomat? Krieg ich hier was? Leichenwagen. Nein. Wir brauchen gerade mal ein wenig Heilung. Irgendwie finde ich gerade keinerlei Möglichkeit, mich zu heilen. Was ist denn jetzt hier? Heute sagt. Willkommen, Spieler. Welche innere Kraft möchtest du dir eindecken? Großer Romero, wie wird das? Wie wird mein Gott? Man muss sich von seinem inneren Genie leiten lassen und den folgenden Spielcode eingeben. Hoch, hoch, links, rechts, runter, runter, NG, Space. Viel Glück und Versuch nach irgendwas. Okay. Imbissbuden. Irgendwas zum Heilen. Ein großes Glas Milch. Bei meinem Mixgetränk löst sich der Zahnschmerz von den Zähnen. Das hat mich aber nicht geheilt, das hat mich nur besoffen gemacht. Shit. Ninja Rose Vanille Ice Cream. Bingy Jimmy's. Keine Ahnung, was man liebt. Ah, Moment. Geht doch. Schon sind wir wieder fit nach 10.000 anderen Getränken. Nee, 10.000 anderen Schritten. Oh Gott. Musste das jetzt sein? Ausweichmanöver Alpha. Oh ja. Ich habe keine Zeit, mich mit euch rumzuschlagen. Tschüss. Ich wollte mich umbringen, Hilfe. Was? Go-Go Busters? Sie sind auf einen Kaugummi treten, aber haben es. Was? Wollen sie ihre Tanzstangen auf Hochglanz bringen? Ist das Plexiglas an ihrem privaten Tanzzimmer von seltsamen klebrigen Schmieren? Was? Wir machen das für Sie. Nehmen Sie das Telefon in die Hand und rufen Sie die Go-Go Busters an. Wir sind auf alle Fälle vorbereitet. Inzwischen im Labor. Schätze, wir brauchen das 72-adrige Verbindungsstück. Wo kriegen wir das her? Im privaten Tanzzimmer des Vereins, den ich regelmäßig besuche, stand eine große Kiste davon. Leider hat die Legion des letzten Tages den Verein gekauft und geschlossen. Sie haben was? Sie haben irgendwas davon gefaselt, dass sie saubere Straßen und Leute bekehren möchten. Das ist ja übel. In der Tat, früher hatte ich eine Frau als rechte Hand. Jetzt habe ich nur noch meine rechte Hand. Was? Jetzt habe ich nur noch meine rechte Hand. In den Verein darf man doch nur noch Reinigungspersonal rein. Go-Go Busters. Vielleicht brauchen die ja noch Leute. Dann versuchen wir es. Gib bei den Go-Go Busters deine Bewerbung ab. Yeah. Das ist das, was ich schon immer tun wollte. Ich wollte mich selbst virtuell bei irgendwelchen Geschäften bewerben. Ausweichen. Vergiss nicht. Nein. Böse. Psst. Geh weg. Oh, ja, fahr ruhig mit Vollspeed gegen mich, du Arschloch. Der Spieler gibt seine Bewerbung ab.
Liebe GoGoBusters, ich kann hart arbeiten. Ich erledige jede Art von Job und stelle keine Fragen. Meine Hobbys, alle möglichen kostenpflichtigen Anrufe entgegennehmen, Autos von Freunden ausleihen, Räuber und Gendarmen spielen, von A nach B fahren. Mit freundlichen Grüßen, Spieler. 30 Sekunden später. Congratulations, Player. Du bist... Congratulations, Player. Du bist angestellt. Ein toller Arbeitnehmer. Du erweist dich als sehr ersetzbar. Unersetzbar. Geh jetzt. Du fängst morgen beim Sonnenaufgang an. Willkommen an Bord, Neuling. Ich bin kein Neuling. Ich bin der Spieler. Wir brauchen ein paar Räder, um zum Paramour zu kommen. In dem Auto, das Dan gekauft hat, spukt es allerdings. Ja, und wir haben Angst vor den Geistern. Tut mir leid, Jungs, ich konnte nicht widerstehen. Es hat nur 4.800 Dollar gekostet. Hör zu, du musst im Auto die Geister austreiben. Tut uns leid, aber jeder Neuling bekommt am Anfang seine Aufgabe. Warum hat er mich jetzt damit beworfen? Jetzt nur den Tire-Motor. Heilige Scheiße, wie ich abgehe. Und ciao. Aus dem Weg, aus dem Weg. Lolololololo. Au. Gut, du bist hier. Wir stecken gerade mitten im Frühjahrsputz. Wir werfen die Toten und die abgelaufenen Medikamente raus. Gehen in den Abladebereich, wo wir alles zum Fenster rauswerfen. Ich bin Lechisa. Ich hunger. Ich esse tote Leute. Füttere mich. Wirf dich zum Löschen in einen Brunnen oder so. Das lief kacke. Wirf mal keine Chemiekanister, du Arsch. Das ist gerade nicht so meine Phase. Explosive Kapseln. Willst du mich verarschen? Er ist gleich Hita und er hat Hunger. Da. Okay, so viel
dazu. Fahre das Auto zum Go-Go Busters HQ. Das dürfte dann ja mal erledigt sein. Die Go-Go Busters. Erst habe ich gesagt, ich. Aber er hat es überlebt, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Outfit cool. Geh zu Doc Chalk, wenn du mit der Suche nach neuen Teilen anfangen willst. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.